Leute und herzlich willkommen hier bei OKTV Mainz. Mein Name ist Annika Eigenbrot, ich bin 14 Jahre alt und hier für 3 Wochen die Schülerpraktikantin. So, in diesem kleinen Video werde ich euch jetzt mal zeigen, was ich in der letzten Zeit so gemacht und produziert habe. Ja, dann kommt doch einfach mal mit und ich zeige euch die Räume, in denen ich gearbeitet habe. Also hier sind wir jetzt im Büro angelangt. Ja, gut, also das sind meine Arbeitskollegen hier. Hi, was geht? Genau, so, dann gehen wir mal weiter zu den Schnittplätzen. Hi Judy! So, ja, hier sind wir jetzt bei den Schnittplätzen angelangt. Ja, also hier sieht man eine Menge PCs. Ja, also hier sind wir jetzt im Lager. Hier werden sämtliche Kabels, so auch Akkus von der Kamera aufbewahrt. Auch hier kann man Kameras sehen. So, zum Schluss kommen wir hier jetzt noch zu den Schnittplätzen. Ja, hier kommen Bürger aus der Stadt und Leute, die gerne Filme produzieren möchten und schneiden die dann hier. Nun zeige ich euch mal, was ich so produziert habe. 2x im Monat werden Veranstaltungen, die in Mainz und Umgebung stattfinden, im Sender bekannt gegeben. Das sind die sogenannten Local Events. Hier seht ihr, wie ich diese moderiere. Na dann, schnuppert doch einfach mal rein. Okay, also jetzt kommen wir zum Mittwoch, den 19. März. Und zwar zum Loop Science Slam, die 12. Runde im Kapitol. Auf der Bühne präsentieren junge Forscher ihr Wissensgebiet. So, auch bei der Sendung Mainzer Meinung stand ich vor der Kamera. Dann machten wir uns auf den Weg mit der kompletten Ausrüstung und gingen in die Mainzer Innenstadt. Ja, also bei meiner zweiten Mainzer Meinung habe ich mir das Thema selber ausgesucht und auch vorbereitet. Die Frage war, soll das alte Rathaus saniert oder abgerissen werden? Was meinen wohl die Mainzer dazu? Mit was für Geräten habe ich mich hier wohl am meisten beschäftigt? So, natürlich mit einer Kamera und mit verschiedenen Mikrofonen, zum Beispiel einer Niere und einem Richtmikrofon. An den PCs habe ich dann meine Videos und Schnittbilder geschnitten. Was hätte man hier bloß besser machen können? Genau, mit einem Stativ wäre das Bild nicht verwackelt. So, also wie ihr gesehen habt, gab es hier viel zum selber ausprobieren und ich konnte bis zum Ende coole neue Sachen produzieren, was echt eine Menge Spaß gemacht hat und wobei ich viel Neues dazugelernt habe. Nur voll schade, dass es schon vorbei ist. So, das war mein Praktikum bei OKTV Mainz.